Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, ich bin wieder auf Wandertour. Heute hat es mich in die Feldberger Seenlandschaft verschlagen und ich werde jetzt auf Entdeckungstour gehen und mir gleich erstmal hier den Hauptmannsberg und den Hullerbusch angucken. Viel Spaß dabei! So, man merkt gleich hier von Beginn an, geht es steil bergan. Da macht Feldberg wirklich seinem Namen alle Ehre. Und irgendwo soll hier auch laut Karte ein Aussichtspunkt sein. Mal schauen. Oh, was ist denn hier? Tja, hier geht es leider nicht weiter. Irgendwie ist hier wohl schon die Saison zu Ende. Mal gucken, ob ich da trotzdem noch irgendwie... Ah, nee, mit Limbo wird das leider nichts. Tja, naja, gehe ich halt einfach außen rum. So, das ist hier also der Hauptmannsberg. Ich glaube, der ist so um die 121 Meter hoch. Und von hier aus hat man wirklich eine wahnsinnige Aussicht. Auch wenn es heute ein bisschen trüber ist, aber trotzdem eine Wahnsinnslandschaft. Der Hauptmannsberg liegt mitten im Naturschutzgebiet Hullerbusch und Schmaler Luzin zwischen Karwitz und Feldberg. Ausgedehnte Buchenwälder prägen die hügelige Landschaft. Zwischen den Wäldern gibt es zahlreiche Wiesen und Weiden, die sich perfekt zur Schaf- und Ziegenhaltung eignen. Besonders die rauwolligen pommerschen Landschafe fühlen sich hier pudelwohl und können das ganze Jahr über auf den kräuterreichen Wiesen grasen. Die Tiere werden hier unter ökologischen Gesichtspunkten und nach der EU-Bio-Verordnung gehalten. Ich bin die Betty von der Schäferei Hullerbusch. Ja, und das sind unsere Ziegen und Schafe. Und die hütest du hier? Die koppel ich jetzt um. Genau, die wollen was Neues zu fressen haben. Die werden täglich umgekoppelt. Was macht so das Schäfern aus? So, was ist das Schöne daran? Man ist den ganzen Tag draußen. Man lebt mit der Natur, mit den, mit dem Wetter. Ja, ob es jetzt nebelig ist, sonnig, stürmt, schneit. Die Tiere müssen verpflegt werden und das heißt dann raus bei jedem Wetter. Wie bist du hierher gekommen? Ich meine, du bist ja noch relativ jung. Wie kommt man so zu den Schafen oder zum Schäfern hier? Ich bin durch das FÖJ, durch das Freiwillige Ökologische Jahr hergekommen und habe mir den Hof angeguckt und es hat mir gleich ganz gut gefallen, die praktische Arbeit, eben dass man immer draußen ist, dass man mit den Händen was macht, dass man die Tiere sieht, wie gut es denen geht. Auch im ökologischen Bereich zu arbeiten in der Landwirtschaft. Und macht ihr auch so Wolle selber? Wir scheren die Schafe, also wir nicht. Das ist so eine der Arbeiten, die wir nicht selbst machen. Da kommen zwei Schafschererinnen her. Und die Wolle geht dann zu einem Vertrieb, der dann quasi die Strickwolle daraus macht, Vlies oder die Felle werden dann halt auch weggegeben und die werden im Hofladen wieder verkauft. Die würde ich mir gerne mal angucken, die Wolle. Ich brauche nämlich noch welche jetzt für den Winter. Können wir die mal angucken gehen? Ja, perfekt. Der Hofladen hat heute geöffnet. Dann kommen Sie einfach mal vorbei. Okay, dann schauen wir mal. Dankeschön. Thank you.
Mal schauen, ob ich auch ein schönes Stück Wolle bekomme. Ah, hier ist also der Schäferladen. Mal gucken, ob ich hier schöne Wolle finde. Hallo, guten Tag. Früher gab es hier noch eine Milchkäserei. Mittlerweile sind wir auf die Fleischproduktion umgestiegen und die Tiere werden hier quasi geschlachtet und werden, es gibt so Janka, es gibt die Schulter, Lammrücken, Fleischprodukte quasi, zerlegte. Was macht ihr aus der Wolle? Strickwolle, da ist die graue, da steckt halt die Wolle von unseren grauwolligen pommerschen Landschafen drin. Ansonsten Fliese oder im Hintergrund quasi auch zu sehen die Jacken und Westen. Socken sind auch immer heiß begehrt. Also schon einiges. Genau. Was ist so der Vorteil von Schafwolle gegenüber jetzt hier zum Beispiel Polyester oder Vlies? Es ist einfach viel natürlicher, es wärmt viel besser, die Haut verträgt es. Es ist wind- und wetterfest, es ist perfekt jetzt auch für die kalte Jahreszeit. Es ist ein ganz angenehmes Gefühl und vor allem, man hat jahrelang was, wenn man es gut pflegt. Jetzt steht ja der Winter vor der Tür. Sind denn die Schafe das ganze Jahr über draußen oder kommen die im Winter in den Stall? Ja, das ist das Besondere hier. Dadurch, dass das eine besondere Landschaftsrasse ist, können die ganzjährig draußen stehen auf den Magerwiesen, werden dann im Winter ein bisschen zugefüttert mit dem eigenen Heu, was hier auch gemacht wird. Und nur zur Lammzeit kommen die Mutterschafe dann rein oder wenn die Schuhe ist, dann wir einmal eine etwas größere im Frühjahr und dann nochmal für die kleinere Herde im Dezember. Das heißt, die Landschaft ist hier eigentlich perfekt zur Schafhaltung geeignet? Absolut. Es gibt so viel Grünland hier, sehr unterschiedlich. Durch die Verbuschung, auch gerade hier im Naturpark am Hauptmannsberg, wo sich die Ziegen quasi auch gütlich dran tun. Und ja, die Schafe haben eigentlich immer was zu fressen. Die Wolljacke ist wirklich bequem und hält kuschelig warm. Ich entscheide mich aber für einen Wollknäuel, um selber etwas daraus zu stricken. So, jetzt habe ich hier schöne regionale Wolle und mal gucken, wo mich mein Weg jetzt hinführt. So, jetzt bin ich hier an einem See gelandet, aber wie komme ich denn jetzt hier rüber? Ein Boot habe ich nicht. Was ist denn hier? Ah, eine Fähre, das soll hier sein. Luzinfähre und Bootsverleih. Hier steht's: Überfahrt erwünscht, einfach Schild hochklappen und haben Sie bitte etwas Geduld. Dann mal gucken, ob das funktioniert. Fährmann Tom hat mich entdeckt und macht sich vom anderen Ufer aus auf den Weg.
ist denn das hier für eine Fähre jetzt? Euch auch. Ja, da gar kein Motor, habe ich gesehen, ne? Naja, hier ist ja motorisiert verboten auf dem schmalen Lützin. Der steht ja seit 60 Jahren unter Naturschutz. Wir befinden uns hier im Totalreservat. Und daher paddeln, rudern, Elektro oder Handbetrieb. Das heißt, Sie kurbeln jetzt hier ein Drahtseil an oder was machen Sie? Naja, ich drehe hier am Rad und das Seil ist durch den See gespannt. Da fahren wir halt dann dran lang. Aber das ist natürlich sehr anstrengend. Du musst das Rad 120 Mal hindrehen, 120 Mal zurückdrehen. Und fährt es immer halbe volle Stunde. Gut, jetzt ist Gott sei Dank weniger los, aber im Sommer, Frühjahr, Sommer auf Frühherbst, dann geht es so richtig zur Sache. Und naja, es ist nicht ohne das Fähre. Aber es hält fit und gesund, ne? Nee, fit und gesund, nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich zu anstrengend, auch zu einseitig die Belastung dabei. Und man muss schon aufpassen, dass man, naja, Schulter, Arme, Gelenke, man wird nicht jünger. Und wie viele Jahre machen Sie das jetzt hier schon? Das ist meine 14. Saison dieses Jahr. Und also ich habe die Einarbeitungszeit hinter mir. Oder Probezeit habe ich bestanden. Und wenn einer fragt, jetzt kommt die Frage, wie lange willst du das noch machen oder auch nicht? Solange wie man halbwegs gesundheitlich fit ist. Das nicht mehr geht, dann geht nicht mehr. Kannst auch nicht mehr Fähre drehen, weil wir haben im Bootsverleih auch noch mit etlichen Booten raus und rein gehebe, ne? Und die Boote auch so, die Fähre auch, die geht eigentlich auch schwer. Das kommt ja jedes Jahr schwerer vor. Was treibt Sie denn trotzdem noch an, das noch weiterzumachen? Naja, so, man macht es ja gerne, es macht ja Spaß, die Leidenschaft, Besessenheit, Spinnerei, Abenteuer ist dabei und ich komme einfach von dem See nicht los hier, ne? Und er zieht mich mal so magisch an. Ich habe manchmal so der Fluch des Fährmanns. Ne, und, aber es ist so. Merke ich immer, wenn ich mal in der Woche doch mal woanders bin, was selten vorkommt, wie schön es hier ist. Und könnt auch hier unten sitzen und den ganzen Tag nichts machen, auf den See gucken. Und das schalte ich ab. Haben Sie für mich als Wanderer noch einen Geheimtipp? Ich war heute schon bei den Schäfern oben im Hullerbusch. Jetzt geht es Richtung Feldberg. Was kann man denn hier alles so sich anschauen? Das ist halt die Natur, die jetzt Feldberg zu bieten hat. Und das Schöne jetzt an unseren Seen. Ihr könnt zum Beispiel von hier aus jetzt hier nach Kawitz paddeln, auf den Zansen, auf den Kawitzer See und Dreetz. Oder auch Wasser wandern Richtung Lüchen, Himmelfort, Brede, Eichel, Neustrelitz, wie man will. Oder auch nach Berlin. Und hier lang Richtung Norden in Breitenlützin und Haussee und direkt unter Feldberg. Das ist das Reizvolle an Feldberg selber. Also Feldberg selber ist als Städtchen, ist es als Ortsteil der Feldbergsee, ist schön gemacht, Feldberg. Aber man kann mal eine Runde langlaufen. Es liegt halt sehr schön durch die Seen und Wälder. Aber das war es dann auch schon mit Feldberg. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, wenn ich da gleich ankomme. Ja, vielen Dank für die Überfahrt. Das ging ja jetzt rucki zucki und dann noch. Ich habe mir auch alle Mühe gegeben, dass wir rechtzeitig über den See, oder schnell über den See kommen aufgrund des Wetters. Aber ich denke mal, die Überfahrt hat gut geklappt. Ja. Ne? Dankeschön. Gut. Ich bedanke mich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ne? So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Jetzt geht's weiter nach Feldberg. So, ich bin jetzt einmal quasi um Feldberg herumgewandert. Leider ist heute die Aussicht nicht so schön, aber im Hintergrund kann man es vielleicht noch ganz schwach erkennen. Das ist auch der Endpunkt meiner Reise hier heute, liebe Zuschauer. Ich hoffe, die Wanderung hat Ihnen auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und damit war das auch meine schon letzte Tour. Ja, immer wenn es am schönsten wird, soll man ja bekanntlich aufhören. Meine Reise geht jetzt woanders weiter. Das war mein letzter Dreh hier für OMTV. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Bei dem ganzen Team, was mich jetzt in diesem Jahr hier unterstützt hat, mit dem ich viel Spaß hatte. Und ich hoffe, Sie bleiben dem Sender hier treu. Und damit verabschiede ich mich ein letztes Mal und sage Tschüss und auf Wiedersehen.